In der nächsten Lerneinheit zeige ich dir, wie du die gestalterischen Möglichkeiten von PowerPoint ausreizen kannst. Wenn du die Materialien herunterlädst und entpackst, so hast du einen Ordner vor dir, der diese Präsentation enthält. Gleichzeitig sind noch zwei Sounddateien und ein Film darin enthalten. Dazu kommen wir aber später. Bei PowerPoint-Präsentationen, die heruntergeladen wurden, ist die Bearbeitung standardmäßig meist deaktiviert. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit du dir keinen Schädling reinholst. Du musst also bewusst Bearbeitung aktivieren und jetzt kannst du loslegen. Bewusst habe ich hier wieder mit einer leeren Vorlage begonnen für so eine Reisepräsentation wie in diesem Beispiel. Es geht um Ferien in Polen, für eine Präsentation einer Exkursion oder eines Klassenlagers darf es dann aber ruhig ein bisschen opulenter sein und hierfür gehen wir gleich wieder zu den Entwurfsvorlagen, die ja jeweils auch beim Start des Programms angezeigt werden. Wenn ich die aufklappe, so wähle ich nun mal diesen Himmel als Beispiel. Der passt schon recht gut, ist vielleicht jetzt ein bisschen gar knallig. Aber bei manchen Vorlagen hast du sogenannte Varianten. Das ist in diesem Menü hier drüben. Wenn du das aufklappst, siehst du, könntest du die Schriftart noch variieren, immer gleich mit der Vorschau. Du hättest Effekte, die du überall anwenden könntest, andere Hintergrundformate und eben in diesem Fall habe ich Varianten desselben Designs. Mit diesem hier ist es jetzt schon wesentlich dezenter. Allerdings, das wirkt jetzt bei diesen Folien recht okay, vor allem wenn es formatausfüllend ist, kommt es sowieso nicht darauf an. Bei so einem Bild, bei dem je noch der Rand sichtbar ist, ist es dann doch eher störend. Da wäre es jetzt deutlich schöner, wenn der Hintergrund schwarz ist. Und anstatt, dass wir das jetzt für jede einzelne Folie machen, wähle ich gleich alle betroffenen Folien aus. Ich beginne also hier bei Folie 3 und halte die Umschalttaste gedrückt, bevor ich in die letzte Folie hineinklicke. Das heißt, dadurch werden alle Miniaturen ausgewählt. Die letzte übrigens ist im Moment noch leer, da kommt am Schluss dann ein Film rein. Und jetzt wähle ich Hintergrund formatieren. Da wähle ich eine einfarbige Füllung. Ich will das schwarz machen. Und damit erreiche ich, dass bei nicht formatausfüllenden Bildern einfach links und rechts oder oben und unten schwarz ist und es sieht dann so aus, als ob die Folie effektiv nur so groß wäre. Wichtig noch, hier Hintergrundgrafiken ausblenden, damit ein allfälliges Muster nicht trotzdem noch durchschimmert. Und jetzt siehst du, ist überall dieser schwarze Hintergrund und das wirkt bei einer Präsentation wesentlich ausgewogener.